Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Heute testen wir den Monster Punch Mad Dog aus USA. Ja, das Gegenteil dazu ist Monster Punch Ballers Blend, den es auch in Deutschland gibt. Und ja, ich habe mir sagen lassen, Mad Dog soll noch ein Ticken besser sein. Was wir allerdings noch nicht wissen. So, kommen wir zur Dose. Was auffällt, ist natürlich dieses goldene Monster M, was lila umrandet ist. Passt dazu. Ja, ja. Ja, hier unten haben wir Punch Monster mit so einem Boxhandschuh. Mad Dog hier oben. Das Tab ist lila. Im Video sieht es etwas dunkler aus, fast blau. Ist aber lila. Ja, hier an der Seite haben wir nochmal Getränk. Oder was das sein soll, ja, ja. Und ja, auf der Rückseite. Hier die Nährwerttabelle und pro Dose haben wir hier 230 Kilokalorien, 58 Gramm Kohlenhydrate, davon 56 Gramm Zucker. Koffeingehalt beträgt hier 160 Milligramm pro Dose. Warnhinweis. Ja, hier der Monsterspruch, hier nochmal Dub Edition. Und hier unten die ganzen Logos. Und der Monster wurde hergestellt im Mai 2014. Sollte also noch haltbar sein. Ja, hier unten Energy Drink. Und ja, hier oben an der Dose halt nochmal Vitamine, Taurin, L-Carnitine. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ja. Soweit zur Dose. Ich würde sagen, wir öffnen das Ding mal. Boah, da geht's doch mal schwer, ey. Natürlich eiskalt, aus dem Kühlschrank. Und wir kommen zum Geruch. Wow, 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 wow. Ja, gibt's einen Drink, der riecht genauso? Wartet mal. Welcher ist denn das? Das ist irgendein Deutscher. Alter, wartet mal. Ja, jetzt habe ich es. Das riecht fast wie Monster Punch Ballers Blend. Allerdings ein bisschen fruchtiger. Sag ich mal so. Genau. Ja, riecht wie Ballers Blend, bloß etwas mehr Frucht. Ja, Farbe. Ziemlich dunkel. Ähnlich wie Monster Ultra Black. Würde ich hier mal sagen. Ja, könnten irgendwie Waldbeeren oder so sein. So stelle ich mir den jetzt vor. Ja, werden wir jetzt sehen. Ich sag mal Prost. Wow. Wow. Na? Ja. Also der typische Monster Punch Geschmack ist hier dabei. Und im Nachgeschmack eindeutig irgendwelche Waldbeeren. Mmh. Ah, das schmeckt gut. So irgendwie wie Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Ja, alles zusammen irgendwie richtig geil. Ich finde sogar den Nachgeschmack besser als diesen Hauptgeschmack, sage ich mal so. Weil im Hauptgeschmack hat man eher diesen Punchgeschmack. Sag ich mal so, der auch bei Ballers Blend ist. Aber dann im Nachgeschmack habe ich jetzt sogar noch so einen richtigen Bärengeschmack. Was richtig gut schmeckt. Ja. Ich finde ihn auch besser als ein Ballers Blend. Allerdings werden wir noch die USA-Version
vom Ballers Blend testen. Die habe ich auch da. Kleinen Moment. Hier. Und ja, werden wir sehen, wie der so schmeckt. Das soll es erstmal gewesen sein und bis zum nächsten Mal.